Damit sind wir auch wieder zurück zu Minecraft Infinite World im Hühnerstall. Bei den geilen Chicks hier. Ich glaube, ich sammle mir jetzt die Hühner hier einfach. Und ich habe eine Idee. Das wird jetzt lustig. Ja. Nein, nein. Jetzt wird's interessant. Jetzt, passt mal auf. Ich gehe jetzt hin. Vakuumhopper. Ich wollte gerade sagen, haben wir keinen Blaze Powder? Genau so und nicht anders. So wollte ich das haben. Boah, was der Server momentan ruckelt. Ich glaube, ich werde mal heute Abend einen Neustart machen. In der letzten Folge war es ja so, dass wir dann gegen Schluss gar nicht mehr aufnehmen konnten. Weil das hat wirklich Standbild an Mass, ne? Also es war wirklich die ganze Zeit Standbild. Und es war wirklich auch so, dass er die dass Dark Shadow die Gegend erkundet hat. So, ich bin jetzt einfach mal so frech und mach so. Echt? Ist das außerhalb der Reichweite? Krass. Okay. Sekunde. Marco. So. Oh, noch besser, warte. Hier. Dann ist es ziemlich mittig. Das ist gut, denke ich mir. Das ist gut. So, und dann können da nämlich die Eier reingehen. Zack. So, das machen wir zu. Und dann passt die Sache. Sehr schön. Gut, ja, was haben wir in der letzten Folge hier gemacht? Wir haben ja in der letzten Folge hier angefangen. Ich habe jetzt die Wand schon mal rausgerissen soweit. Habe auch schon ein paar Steinchen drin. Das heißt, wir können hier die Wand eigentlich schon so einmal durchziehen. So. Dann machen wir das noch und dann. Wie gesagt, ich habe allerdings noch keine Ahnung, was wir hier in den Raum reinbauen, aber ist ja jetzt nicht so tragisch. Hat irgendwie was von der Arena. Aber ich wüsste nicht, was für eine Arena wir da haben sollten. Okay, jetzt haben wir das. Dann machen wir noch die Decke. Hätte ich jetzt gesagt. Aber ich habe keine Steine mehr. Krass. Achso, Bricks können wir ja so machen. Stone Bricks, Stone Bricks. Können wir nicht per Name? Dann gehen die doch nicht weg, ne? Genau. Ach, sehr schön. Herrlich. Ich glaube, ich lasse es jetzt per Namen sortiert. Dann ist das einfacher. Hey. So. Nummer 1 hätte man schon mal. So. Und dann noch in der Mitte. Gut, und damit hätten wir den Raum abgeschlossen. Schön ist er geworden. Schön groß, geräumig. Vielleicht. Weiß nicht, vielleicht mache ich hier auch Maschinen rein. Keine Ahnung, Buildcraft vielleicht? Computercraft? Irgendwas in der Richtung? Könnte man ja machen, ne? An und für sich. So, das gleiche müssen wir jetzt eigentlich mit dem Raum noch machen. Da müssen wir allerdings nicht so viel machen. Da brauchen wir jetzt bloß die Wände rauszureißen. Decke haben wir ja schon drauf. So, dann können wir das eigentlich auch direkt angehen. Also wie gesagt, die und ich denke mal die nächste Folge werden hauptsächlich Umbaumaßnahmen hier in meinem Haus. Finde ich immer noch cool. Weil ich möchte nämlich da oben mit langsam anfangen, die Maschinen zu versetzen, hinten in den Raum rein und dann hier dann die dementsprechenden, hier einmal durchzuziehen. Weil der ein oder andere kann sich's denken, aber hier kommt der,
Na, der Laser Drill rein? Nee, nicht Laser Drill, dieses. Doch, Laser Drill, glaube ich. Laserbohrer, Laser Drill, ja. Ist das gleiche. Das eine ist Deutsch, das andere ist Englisch. Und, um noch mehr Erze zu generieren, das heißt, wir brauchen dann auch im Endeffekt bald nicht einmal mehr diese Quarry aufzubauen, weil der wird uns so viele Erze generieren, denke ich mir mal. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Energieversorgung hinkriegen. Ich meine, der Reaktor ist groß, aber, ja gut, obwohl der macht ja auch Jellurit und so, ne? Da können wir dann mal gucken. So, dann müssen wir es so machen. Und was ich gesehen habe, ich glaube, Black Mask fängt langsam mit Draconic Evolution an. Also, was ist langsam? Er macht es ja schon die ganze Zeit. Und ich habe die leichte Befürchtung, dass er sich den Generator von Draconic Evolution bauen möchte. Was dazu führen könnte, dass, wenn er irgendetwas falsch macht, dass unser Gebäude vielleicht bald nicht mehr steht. Ne, also die Explosion, der Explosionsradius von diesem Reaktor, wenn der explodiert, der ist richtig brutalst heftig. Und mit ganz viel Pech, wie gesagt, ist es dann am Schluss unserem Berg, der nicht mehr steht. Ich gebe die Hoffnung mal jetzt nicht auf, dass wir gerade so verschont werden. Aber das eine oder andere Gebäude, ne, würde dann explodieren, ne? So, jetzt haben wir hier mal genug davon. Dann können wir hier schon mal das hier hin machen. So. 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 Denke mal. Oh. Cornelius joined the game. Die haben es heute. Mal rein, mal raus, mal wieder rein. So. Aber es soll mir recht sein. Ich meine, das können sie ruhig machen, wie sie wollen. Solange sie nicht wieder auf die Idee kommt, irgendjemand hier die ganze Gegend zu erkunden. So. Und ich weiß ja, wie es ein bisschen. Oh. Das war's schon. Okay. Hier habe ich es ein bisschen anders da aufgebaut als oben. Aber das ist egal. Unten, nee, oben. Doch, war oben. War richtig. Servus nochmal. Servus. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Stone Bricks. Bricks haben wir jetzt keine mehr drin, ne? Das heißt, wir müssen uns ganz kurz mal holen gehen. Habe ich mein. Doch, habe ich dabei. Sehr schön. So, kurz ans ME-System. Und dann habe ich hier 5000 Stein durchschmelzen lassen. Die wohlgemerkt sehr schnell wieder leer sind. Habe ich gar nicht mehr. Ist ein bisschen weit weg. So, das müssen wir noch automatisieren. Also, dass das automatisch angeschlossen ist. Hier am ME-System. Dass der halt auch die ganze Zeit aus dem ME-System das Jellurit und sowas rauslutscht. Das ist ja wichtig, dass das alles von alleine funktioniert, weil ich habe eigentlich keine Lust. Ja, was ist keine Lust? Ich möchte mit dem Reaktor so wenig Arbeit haben wie möglich. Das soll so gut wie alles automatisch machen. Und ja, genau. Ui. Und ja, und das soll der das halt auch automatisch rauslutschen. So, jetzt können wir hier noch zumachen. Und dann brauchen wir noch das Glas. Ich meine, hier spawnt ja dann eh nichts. So. Und ja gut, haben wir nur noch eins. Dann müssen wir jetzt noch mal nach oben und ein bisschen Glas machen. Es nimmt schon, die Etage nimmt schon langsam echt Gestalt, dann muss ich zugeben. Achso, ja, das mache ich ja mit der Chisel, stimmt ja, da war ja was. Glas. Haben wir jetzt mehr als genug. So, dann die Chisel. So.
Weiße Typ. Nö, geht nicht, okay. Egal. Single. So, ich halt eh immer die Shift-Taste gedrückt, wenn ich das mache. Daher ist das egal, ob ich jetzt Single oder nicht mache. So, erstmal hier. Builder's Wand. So, zack, zack, zack. Ah, Moment, halt. Nee, passt. Okay. Ah, schon wieder kein Sound. Ist ja geil. Ich verstehe das nicht. Bei dem Jetpack, das ist so verbuggt, ne? Das ist Wahnsinn. So. Hier habe ich eine Glasscheibe drin. Der muss jetzt nur noch den Boden muss jetzt nur noch beleuchtet werden. Jetzt gehen wir noch nach oben. Machen hier das gleiche. Einmal Glas. So. So, hier haben wir Glas drin. Und dann machen wir hier auch nochmal Glas. Und dann haben wir schon mal die Räume eigentlich fast fertig. Ich will die fertig haben, ne? Ihr merkt das schon. Ich will jetzt. Ich bin ja momentan so mehr so, ja, ich fange das mal ein bisschen an, dann fange ich da mal ein bisschen an. Und dann mache ich hier mal ein bisschen weiter. Aber ich will jetzt langsam mal hier so ein bisschen, ne, fertig werden mit einem. Weswegen. Gut, hier ist das nicht. Dann nehmen wir mal nochmal. Ach, guck mal, ich habe ja noch im Inventar so 28 Stück. Und dann müsste da. Ne, da ist das hier drin. Okay. Das waren die Labos. So. Ja, und dann fange ich da ein bisschen an und da ein bisschen, aber ich will jetzt halt endlich mal ein bisschen was wegkriegen. Das heißt so. Gut, ja, wir hängen ja jetzt, guck mal, wie viele schöne Etagen wir eigentlich haben, ne? Die muss noch ausgebaut werden, die muss noch einmal außenrum geführt werden, vor allen Dingen, dass die fertig ist. Die hier, ja, das ist die Farmetage. Die muss noch fertig gemacht werden, die Etage muss noch fertig gemacht werden. Und vor allen Dingen, die Treppe ist da und wir brauchen dann logischerweise auch noch eine Treppe für darunter und ganz nach unten, ne? Obwohl, ne, ich glaube, die lasse ich aus. Die Treppen lasse ich aus. Die muss ich ja jetzt nicht unbedingt machen. Vielleicht irgendwann mal zwischendrin und zwischendurch. Vielleicht habe ich da irgendwann mal Lust zu. So. F7. Oh, das war falsch. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich bloß F7 drücken. Damit man hier ein bisschen die dunklen Stellen sieht. Wieder auf die 2. So. Ach, wird direkt der Reaktor mit ausgeleuchtet. Das ist auch schön. So. Ach. Wir könnten eigentlich mal leuchtendes Glas benutzen. Das wäre auch nicht verkehrt. Gibt es ja hier extra so. Light Clear Glass oder sowas, wie es heißt, ich bin mir gar nicht sicher. So. So, jupp. So. Ah, so. Hier gleich zwei, warum weiß ich nicht, aber egal, Hauptsache man hat's halt. Machen wir mal hier auch noch einen rein, so. Cool, jetzt ist der Raum auch ausgeleuchtet. Das heißt, wir haben jetzt die zwei Ebenen fertig. Naja, was ist fertig? Wir haben die zwei Ebenen angefangen. Wir können ja mal den Reaktor laufen lassen. Ich meine, der bringt ja immerhin, wir können den Reaktor ja laufen lassen? Fragezeichen. Warte mal. Macht das zu Hause nicht nach, ne? Wenn ihr einen Reaktor abbaut mit der Spitzhacke, kann es durchaus passieren, dass der euch um die Ohren fliegt, ne? Nur um das gesagt zu haben, ne? So.
Da kommt keine Energie. Wieso kommt da keine Energie? Sind die noch irgendwie voreingestellt? Nö. Wieso kommt da keine Energie? Ich will Energie haben. Jetzt. Oder muss ich die hier runter... ach, ich muss die Dinger noch machen, ne? Hier, das hier, gell? Keine Ahnung. Ich mach mal beides, ich mach mal alles auf 50. Produziert er jetzt wieder Energie? Das bringt mir natürlich nichts, wenn mein Reaktor nicht läuft, ne? Ah, doch, hier, jetzt produziert er Energie. Momentan aber nur 5K, ne? Könnte mehr sein. 6K? Der müsste eigentlich viel mehr produzieren. Muss ich den vielleicht doch auf 100, auf 0 stellen? Ich mach mal ASD-Set. So. 0 ist, glaube ich, volle Auslastung. Bin mir nicht sicher, aber wir sehen es ja jetzt gleich. Jo, volle Auslastung. Jetzt macht er 100K. Jetzt macht er ja 12, 12,2K, ne? Das ist nicht schlecht. So, was passiert jetzt? Was macht er? Jetzt macht er gerade gar nichts. Der läuft weiter und füllt halt immer so ein bisschen auf, ne? Das heißt, theoretisch gesehen wäre es jetzt hat Change Control Word Insert. Ich weiß es nicht. Ich muss mir das mal angucken. So, ich mache, ja, ich lasse ihn jetzt mal laufen. Aber der verbraucht scheinbar. Warte mal, wir machen mal einen Stopp. Der verbraucht nicht viel Energie momentan. Stopp. Achso, der ist ja noch am Produzieren, ne? Also daher. So, jetzt wieder leer gezuckelt. Okay. So, dass man das. Ja, gut, okay. Hier oben ist ja die Energie noch. Die wird ja auch noch verbraucht, ne? So. Dann nehmen wir das schon mal. Dann ist das eigentlich schon mal geregelt. Wir haben hier so viele ungenutzte Räume eigentlich. Wir haben hier noch den Raum. Den müssten wir auch mal anschließen. Electric Furnace. Pulverizer und sowas. Das müssten wir alles noch anschließen. Das ist noch alles. Alles offen hier. Machen wir hier so, zack. Dass hier nicht so viele Gegner spawnen. So. So. Alles ungenutzte Flächen, die wir noch bebauen müssen. Und, ja. So. Dann haben wir das. Das ist fertig. Was ist mit dem? Ah, der ist kaputt. So. Gut. Das war's jetzt aber. Jetzt können wir uns in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen mal so um den Ausbau hiervon kümmern. Oder wir werden einfach mal mit Botania loslegen. Aber richtig loslegen. Ich meine, momentan haben wir ja schon ein bisschen Botania. Aber dass wir Botania halt wirklich mal intensivst machen. Weil ich möchte den Mod mal durchgeprügelt haben. Und auch die anderen. Ich meine, es gibt so viele Mods. Was wir. Ich meine, DecoCraft könnten wir jetzt nochmal dazu schmeißen. Obwohl das jetzt eher weniger so. Ein DecoCraft ist DecoCraft, das ist schön, aber es gibt jetzt zum Beispiel auch den Wolfswolf, also Witchery und das sind alles so, das könnte man vielleicht noch machen. Dann müssen wir noch den Twilight Forest fertig machen. Da müssen wir auch nochmal gucken. Metatransmitter. Der Teleport, glaube ich, ne? Ja gut, wie gesagt, wir müssen uns da noch ein bisschen durchkloppen. Und dann schauen wir mal. Ich will auch die Energieversorgung hier hinten noch ein bisschen umrüsten. Und zwar würde ich das gerne mit
Das können wir in der nächsten Folge mal probieren. Mit Pyrotheum. Probieren. Mit flüssigem Pyrotheum. Statt Plutonium. Und statt Eis würde ich gern das Kryterium. Ne, wie heißt das? Doch, genau. Kryotheum probieren. Also Pyotheum, Pyrotheum und dieses hier, Kryotheum. Das würde ich gerne mal probieren, hier mit reinzumachen. Also das wird dann nicht hier sein, sondern das werde ich dann in die Richtung ausbauen wahrscheinlich. Da werde ich werden mir einen kleinen Raum ausheben und mal gucken, wie viel das denn bringt. Na, im Gegensatz zu einem von dem hier. Und dann testen wir das Ganze mal und sehen dann, was wir besser machen werden. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und haut rein. Denkt dran, das Video zu bewerten. Ich würde mich tierisch über eine Bewertung freuen. Bis dahin sage ich Tschüss.